Und ein weiterer Tag hier an der Sura. Es ist 5 Uhr oder fast 6 Uhr morgens und wir starten hier auf die Suche nach sibirische Plötze und allem anderen, was noch hier an der Sura reingeht. Ich teste gerade verschiedenste Spots mit Larven, also verschiedenste Arten von Larven und dazu eine passende Futtermische. Und das Gezubbel geht schon los. Also, es ist recht früh am Morgen und ich bin hier mit dreimal den kleinen Setup unterwegs. Dreimal, ja, sowas wie einen Feederset-Start wird hier absolut reichen. Denn vorfachsmäßig ausschließlich hier jetzt gerade mit so ungefähr 3 Kilo unterwegs. Super fein und zart. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich mit den Haken zufrieden bin. Ich habe jetzt hier gerade 10er Haken in Verwendung. Das ist gar nicht mal so klein für die kleinen Fische, auf die ich hier aus bin. Und von daher produziert das auch immer mal wieder irgendwelche Abrisse oder Fehlbisse, so wie jetzt gerade passiert, aber halt, weil es eben auch hier so viel unterschiedliche Fische drinne gibt im Donetz, so viele, die eben auch einfach sehr, sehr klein sind und da würde sowas wie einen vielleicht 18er, 20er Haken absolut reichen. Und jetzt bin ich hier mit 10er Haken unterwegs und dementsprechend, ja, schließt man natürlich eigentlich einige Fische aus. Aber wenn denn dann auch was reingeht, dann ist es in der Regel ein bisschen was Größeres. Ich habe ein bisschen die Hoffnung auf die sibirische Plötze. Genau die Hoffnung habe ich. Genau so soll das sein. Denn das Ding, das suche ich auch noch, die sibirische Plötze. Dementsprechend habe ich hier auch eine Futtermische zusammengebaut, die auch schon mal sehr gut für sibirische Plötze funktioniert hat. Und eine Futtermische, die ich immer wieder ganz gerne verwende, wenn ich auf Larven oder mit Larven als Köder rangehe. Das heißt Zuckmückenlarve, Borkenkäferlarve zum Beispiel. Ja, allerdings auch sowas wie Eintagsfliegenlarve oder Steinfliegenlarve kann man natürlich auch durchaus verwenden. Dieser Überbegriff Larve, der ist ja in der Futtermische gar nicht so easy rauszukriegen. Wir gucken uns gleich mal die Futtermische an. Es gibt gar nicht so viele Komponenten, aber im Großen und Ganzen bin ich hier schon mal ganz zufrieden. Weißt du was, wir machen hier ein Setup nochmal größer. Und zwar gehen wir mal auf einen 8er Haken, eine Nummer größer und wieder raus damit. Und wenn wir schon mal dran sind, gucken wir uns einfach schon mal hier das gesamte Setup an. Übrigens, wenn du noch einen Spot kennst für die Plötze, sibirische Plötze, gerne schon mal direkt unten in die Kommentare reinschreiben, wo du die schon mal gefangen hast. Ich bin jetzt gerade hier an der 4, an dem 4 Meter Loch, ziemlich mittig am Gewässer. Und werfe jetzt hier gerade mit einem 10 Meter Clip. Ich verwende ja Futtermische, deswegen auch einen Clip, weil ich immer an den gleichen Spot, wo die Futtermische drin ist, auch da die Köder haben will. Sonst bin ich auch gerne, wenn ich keine Futtermische habe, einfach random. Ich schmeiße immer aus dem Handgelenk raus, da wo es mir gerade so passt, um halt die Bereiche hier zu testen. Aber jetzt, wie gesagt, mit der Futtermische muss das natürlich dann auch alles on point sein. Guck mal, 8er Haken gerade verwendet und es geht auch direkt los, das erste Gezubbel. Also gerne die größeren Plötzen auf dem größeren Haken. Noch will er nicht so richtig. Hoppala, gucken wir mal, ob da was dran ist. Hat aber auch noch nicht gehakt. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit gucken wir uns einfach jetzt mal das gesamte Setup an. Ich bin hier relativ simpel. Also Vom Gesamtsetup, das gesamte Setup, egal was hier steht, egal was hier oben steht, alles nicht relevant. Relevant ist das Vorfach, Fluorocarbon 3,2 Kilo. Heißt also für dich, wenn du einen Feederset Start hast, Vorfach 3,2 Kilo da drauf, kleiner Haken, Borkenkäferlarve, am besten hier in den Futterkorb und dann gehen wir gleich natürlich nochmal auf die Futtermische drauf ein. Und das war's. Ob da jetzt hier oben eine 5 Kilo Schnur ist und ob du hier 3 Kilo an Bremse drauf hast, alles nicht wirklich relevant, würde komplett reichen. Ich verwende natürlich hier das Beste, was ich habe an Setup.
Und das ist hier fürs Kleinfischangeln eben die Winkelpicker. Zusätzlich gibt es ja seit nicht allzu langer Zeit eben hier die 25%. Mit dem letzten Patch gab es da ja so eine kleine, so ein kleiner Bonus, so ein kleines Update sozusagen. Ein bisschen Überarbeitung von Winkelpickern, von ein paar anderen Routen. Ich verlinke nochmal die Patch Notes, wenn du das noch nicht gesehen hast. Ganz interessante und wichtige Infos zum Game. Auch ein paar Fische wurden verbessert und verändert. Was noch nicht verändert wurde, und das ist auch sehr schön, die Schrift, die zuppelt immer noch, wenn Biss ist. Und weil das so ist, gucken wir mal, was wir hier dran haben. Und ziehen hier ganz locker den nächsten Brocken raus. Oha, Sichling. Ja, mit denen muss man auch rechnen. Den habe ich allerdings schon ein paar Mal gefangen, aber so mit 900 Gramm ist das nicht schlecht. Und da geht es auch hier direkt weiter. Zack, da können wir noch mal ein bisschen höher gehen. Schön mit der Bremse am Limit. Und die nächste sibirische Plötze. Super cooler Fisch, hätte ich echt gerne als Trophy. Ich meine 1,3 Kilo, wenn mich nicht alles täuscht. 1,3 Kilo als Trophy-Gewicht. Gucken wir mal, was da geht, ob da noch mehr geht. So, und wir gehen zurück ins Setup. Im Moment jetzt, wie gesagt, mit den Winkelpickern so zusammengebaut. Vielleicht nehme ich auch gleich noch ein bisschen größeres Vorfach, so in Richtung 4 Kilo vielleicht. Ja. Je nachdem, wie viel Sichlinge da reingehen, wie schwer die Fische sind. Wenn mir das zu lange dauert, einfach mit dem Drill, ja, dann gehe ich vielleicht ein bisschen größer rein. Aber ich will ja auch sehr, sehr zart und fein extra reingehen, damit ich vielleicht auch mal eine höhere Chance habe, auch so einen vorsichtigen Fisch wie so eine Trophäe zu fangen. Ja, ansonsten hier Achterhaken bzw. 10er-Haken, ich denke auch bis zu einem 6er-Haken sollte das alles ganz gut funktionieren. Alles so in diesem Bereich, in dieser Gewichtsklasse. Und Borkenkäfer-Larve. Und da zubbelt es auch schon direkt wieder los. Und ich würde sagen, nach dem Fisch gucken wir dann auch noch in die Futtermische rein. Zack, und der nächste, jawohl. Na, noch höher wollen wir lieber nicht. Rotfeder, auch nicht schlecht. Rotfeder nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja, warum nicht? Ich nehme eigentlich alles mit, was hier gerade reingeht. Denn ich bin beim Donetz eigentlich echt nicht wählerisch, wenn ich da reingucke. Trophäen hier am Donetz, mir fehlt wahnsinnig viel. Das hier war meine letzte Trophy, meine erste Schwarzmeerseelaube. Trophy Nummer 93. Und hier, wie gesagt, sibirische Plötze fehlt mir, Tjulka-Sardine fehlt mir, Schwarzmeerkutum läuft übrigens auch gerade noch sehr gut, Schwarzmeerkutum. Kürbiskernbarsch, Donauhering und das war's. Also 5 Fische könnte ich hier noch abhaken, dann hätte ich 98 verschiedene Trophys. Wäre schon mega gut. Wäre schon richtig, richtig gut. Ich hoffe, dass das so Stück für Stück in nächster Zeit hier passiert. Wenn es auch nur 2 oder 3 sind, dann kann ich noch an den anderen Gewässern andere Fische rausziehen, die mir noch fehlen. Also, nun gucken wir aber mal rein hier. In die Larvenmische. Die Ultimative. Was man ein bisschen variieren kann oder vielleicht sogar auch sollte, da muss man ein bisschen drauf achten bei der Larvenmische, bei der Basis. Also bei der Basis immer mal wieder ein bisschen reinschauen, wenn man den Fisch speziell haben will oder eben vielleicht eher die Konkurrenz verscheuchen will oder nicht haben will, dann muss man eben gucken, welche Basis man verwendet. Wenn man hier zum Beispiel einen Spot hat, wo die ganze Zeit vielleicht Rotaugen reingehen oder wo die ganze Zeit vielleicht Giebel und Karauschen reingehen, dass man dann vielleicht guckt, in der Futtermische für Giebel und Karauschen oder für Rotauge, welche Basis wird genommen. Und diese Basis nehmen wir dann natürlich nicht für unsere Larvenmische. Also die Fische, die gerade mit als Beifang da sind, da gucken, gibt es dafür eine offizielle Futtermische? Wenn ja, dann verwenden wir natürlich auch Komponenten im Idealfall, beziehungsweise auf jeden Fall die Basis nicht, die da diesen Beifang sozusagen als Futtermische mit drin ist. Wir nehmen dann einfach eine andere Basis. Ich habe jetzt hier gerade Perlgraupe genommen und der Rest ist eben komplett auf Larve. Zuckmückenlarve, Zuckmückenlarve, gehackte Würmer ist nochmal mit drin, Fliegenmade mit drin und nochmal Zuckmückenlarve. Warum alles Zuckmückenlarve? Weil das die einzige larvige Futtermischenkombi ist sozusagen.
die Larvenaromen im Futtermischebereich. Es gibt leider da nicht viel anderes. Der Rest sind hier nochmal zwei so Eiweißkomponenten mit gehackten Würmern bzw. Fliegenmade. Da sind wir auch nochmal grob in diesem larvigen Bereich dabei. Und that's it. Also, das ist für mich die Larvenmische Number One. Und damit dann eben für alles, die muss ich auch demnächst nochmal wieder nachbauen, dass ich dann immer ein bisschen was davon auf Vorrat habe, denn die wird immer wieder verwendet. Ja, eigentlich für alles, wie gesagt, im larvigen Bereich kann man das mal getrost reinschmeißen. Natürlich auch da, wie immer, erstmal blind testen, wie das denn lübt und erstmal gucken, was hier funktioniert und was ist an diesem Spot. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe da jetzt so einen ungefähren Überblick, welche Fische da überall reingehen, dementsprechend dann, wie gesagt, die Larvenmische zusammenbauen und dann eben gucken, vielleicht das Ganze auch einfach benennen, dass man dann sagt, okay, Larvenmische minus Rotauge oder minus Güster oder sowas, dass man dann sagt, okay, ich nehme diese Basis, die ist halt jetzt gegen Güster sozusagen oder gegen Rotauge, wobei das auch nicht immer so ganz gut funktioniert. Manchmal gehen die ungeliebten Beifänge auch einfach so rein. Ja, so viel dazu. Ich werde jetzt hier weiter testen. Teste du auch mal. Ich bin sehr gespannt, was hier geht an dieser Stelle. 116, 121 direkt hier am 4-Meter-Loch, also direkt von der Base eben hier runtergerannt. Und dann geht es los. Ja, frequenzmäßig soweit okay. Jetzt muss hier natürlich noch ein bisschen was passieren. Und so lange ziehe ich jetzt hier noch weiter durch. Vielleicht geht ja auch noch hier die nächste Trophy rein. Ich glaube, da zuppelt es auch schon wieder. Zack, und da geht er richtig nochmal rein. Und hat sogar noch ein bisschen Bock. Na, ob das eine große sibirische Plötze ist? Und 800 Gramm immerhin. Sie werden größer auf einen größeren Haken. Petri Lümmels, viel Erfolg, toi toi toi, dass hier was reingeht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video oder mal im Livestream, entweder auf YouTube oder auf Twitch, immer um 19 Uhr. Petri.